Meisterwerke großer Künstler sind in diesem Museum im schwedischen Älmhult nicht zu sehen. Trotzdem kennt die Namen der ausgestellten Stars wohl jeder. Sie heißen Allen Klippan oder Billy. Der Möbelgigant IKEA hat in Älmhult sein weltweit erstes Museum eröffnet. Hier gründete Ingvar Kamprad 1958 die erste Filiale des heute milliardenschweren Einrichtungshauses. Klassiker wie der Inbusschlüssel Allen, das Sofa Klippan und das Billy-Regal sind nur einige der Exponate. Mit der Geschichte IKEAs wird auch die Geschichte der schwedischen Mittelschicht illustriert, in der sich auch Besucher aus dem Ausland wiederfinden. Sie machen praktische und billige Möbel, zu denen jeder eine Beziehung hat. Die Eröffnungsfeier für das Museum fällt indes eher sparsam aus, ganz im Sinne von Gründer Kamprad, der vom Streichholzverkäufer zu einem der reichsten Männer weltweit wurde. Sein IKEA-Imperium zählt inzwischen weltweit 150.000 Angestellte. Allein in Europa gibt es 330 Filialen. Der Jahresumsatz liegt bei 30 Milliarden Euro.